Ich habe mich vor 2 Wochen auf die lange Reise begeben, bin von Wolfenbüttel nach Stuttgart mit der Bahn gefahren, habe den Ingo besucht mit seinem coolen Vespa-Gespann. Und wie ihr seht, es steht jetzt wieder hier und das ist nicht irgendwie hergekommen. Nein, ich bin 2 Tage lang 512 Kilometer von Stuttgart nach Wolfenbüttel gefahren. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich sowas fährt mit Beiwagen und was ich zwischendurch gemacht habe, was ich alles erlebt habe und wie das Wildcampen bei stürmischer Nacht und Regen war, dann bleibt dran, dann ist das Video genau das Richtige für euch. Viel Spaß. Blechgefährten intim. Es ist Samstagmorgen und die Reise beginnt hier irgendwo im Büro, in dem Flipchart gepennt. 2 Uhr Nacht war es gestern, heute. Wir haben noch die Kupplung montiert, die neue, und noch die Vespa ein bisschen durchgecheckt. Akkus sind geladen, meine Akkus noch nicht so richtig. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee und dann geht es langsam los auf die Fahrt nach Wolfenbüttel. Leute, es ist so krank, es ist so krank. Ich bin jetzt die ersten Kilometer unterwegs und guckt euch diese Landschaft an. Im Winter, Stuttgarter Umland im Winter. Schon gerade die ersten Connections geknüpft. Nein, das zieht echt, das ist echt ein Publikumsmagnet. Ich glaube, das sieht man halt nicht so selten, nicht so oft. Und das ist schon geil, Alter. Das fährt sich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das wackelt und schlingert und ich darf keine Hand hier vom Lenker nehmen, sonst maule ich mich wahrscheinlich und fahre hier in die Leitplanke. Du bremst und es zieht nach links, du gibst Gas und es zieht nach rechts oder wie auch immer. Es schlackert, es wackelt und du musst dich hier, guck mal, ich lehne mich jetzt hier in die Kurve so rein und in der Linkskurve können wir ein bisschen, ja, unvorsichtiger will ich nicht sagen, aber da kann ja nichts kippen, ne? Das geht ganz gut. Und ich komme hier mit der neuen Kupplung eigentlich ganz gut zurecht. Zum Glück ist die drin, sonst hätte ich hier wirklich völlig verkackt. Lass hier auch schön rollen. Oh, die Vorderradbremse, die vibriert. Jetzt muss ich mich hier ordentlich mal reinlegen. Ich bin noch sehr vorsichtig, ne? Das ist mein erstes Mal, dass ich Beiwagen fahre und dann gleich so eine Tour. Ich bin mega happy, das gemacht zu haben und freue mich auf die nächsten Kilometer. Ich fahre jetzt hier noch ein bisschen, genieße das Stuttgarter Umland und melde mich, ja, zwischendurch immer mal wieder, will jetzt nicht die GoPro die ganze Zeit laufen lassen. Das ist eine lange Tour und wir brauchen jetzt ein bisschen Geduld. Viel Spaß! Yo, yo, yo! So, die Blechgefährten sind wieder live! Ich sag euch, Leute, eben gerade geht es mir gut. Aber ich weiß nicht, vor einer Stunde, das war so übel. Ich hatte Handschuhe unter den Handschuhen. Und das hat irgendwann so gedrückt und war sowas von eng, dass ich Schmerzen hatte. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und musste dann anhalten. Es war kalt, windig, regnerisch. Jetzt ist es ja schon fast idyllisch hier. Sonnenuntergang, halbwegs gerade gesehen. Hinter uns liegt das Regenfeld. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Und jetzt haltet euch fest, einen Schlafplatz zu suchen. Ich habe mir jetzt gerade eben noch mal im Baumarkt Campinggas geholt. Mein anderes, das war halb leer. Und habe eben noch mal vollgetankt. Und jetzt suchen wir hier in der Nähe von Würzburg einen Platz, um zu zelten. Ich weiß, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, der Blechgefährte dreht durch. Ja, tut er auch. Aber ich hatte das schon immer vor, dass es jetzt natürlich in den Januar oder Februar fällt. Das wird ja keiner wissen. Ne? Und jetzt drückt die Daumen, dass wir hier irgendwo in den nächsten 30 Minuten eine Unterkunft finden, wollte ich gerade sagen. Irgendwo was Geeignetes finden, um zelten zu können.
Und ja, ich wollte euch noch mal kurz sagen, wie es so ist, mit diesem Beiwagen zu fahren. Das ist crazy shit, Alter. Das ist wirklich so geil, aber auch anstrengend. Ich werde morgen Muskelkater haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind Bewegungen, die du sonst nicht kennst. Mein Hauptgang, den ich gewählt habe, ist immer der dritte Gang. Der dritte Gang, 60, 5000 Umdrehungen und gib ihm. Und wenn man Rückenwind ist, kann man auch mal einen vierten schalten, aber so Reisegeschwindigkeit sind mal eben 60 km/h, ne? Und dementsprechend dauert das alles ein bisschen länger, aber es ist schon geil. Und ich habe mich dran gewöhnt, ich kann jetzt hier richtig schön fahren, ohne dass ich umkippe. Es ist nass, aber trotzdem macht es saubock. Und die Reaktionen der Leute sind einfach grandios, ne? Wirklich an jeder Ecke wirst du darauf angesprochen, dass das geil ist, was du da hast. Und die Leute drehen sich um. Das ist cool. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Die Wespe hält. Und ich suche jetzt am Schlafplatz. Ich bin echt gespannt. Man stellt sich das immer alles so idyllisch vor. Ich habe gedacht, yo, da kannst du mit der Drohne fliegen und gucken, wie der Schlafplatz so aussieht. Und hast du nicht gesehen? Und jetzt sind wir hier im Ballungsgebiet Würzburg. Ich muss jetzt hier erstmal irgendwie rauskommen, um dann irgendwo eine Wiese zu suchen oder einen Wald oder was auch immer, wo ich pennen kann. Und dann habe ich vorhin schon, ich habe meine Frau und meine Familie vorhin angerufen und habe gesagt, ey, Alter, was mache ich denn dann, wenn ich jetzt hier um 6 im Zelt liege, ist es dunkel, Handy-Akku, ja, der muss geschont werden. Was machst du denn als alter Influencer, YouTuber und Instagrammer? Ja, keine Ahnung, Holz suchen oder so, Feuer machen. Bei Regen. Geil, ich freue mich, ich bin so happy. So, es ist vollbracht. Ich habe jetzt eine Stelle auserkoren. Ich hoffe, das Licht ist noch so, dass man sehen kann. Waldrand, nicht so fernab der Zivilisation. Da hinten fahren noch Autos. Boah, es sieht voll hell aus auf dem Video. Hier grenzt direkt der Wald. Ich habe hier jetzt so eine schöne Stelle gefunden, die auch grün ist, wo ich meine Schlafsachen jetzt gleich ausbreiten kann. Da hinten kommt so ein kleiner Weg. Es ist jetzt nicht so ideal, sage ich mal, um unentdeckt zu bleiben, aber will ich auch gar nicht. Wenn jemand irgendwie hier lang geht, hey, dann ist es halt so. Ich hoffe, dass hier keiner in der Nacht lang geht. Wahrscheinlich kommen die Tiere da aus dem Wald raus und schnuppern an meinen Zelt. Wir werden es sehen. Ich werde mich nachher nochmal melden, wenn ich alles aufgebaut habe. Jetzt heißt es erstmal auspacken und Zelt aufbauen, bevor es komplett dunkel wird. Okay, eigentlich war ich immer der größte Schisser, was solche Horrorfilme angeht. Und genau jetzt sieht das aus wie in einem schlechten Horrorfilm. Ey. Guckt euch das an. Geil. Also, erster Fun Fact des Abends. Oh Gott, ich habe hier so eine Luftmatratze, die man aufpumpen kann. Und das Aufpumpsystem, also da ist so ein Schaumstoff da drin, der funktioniert nicht bei Kälte. Oh, Alter, bei jedem Scheiß zuckt man zusammen, ne? Bei jedem Scheiß Blatt oder jeder fucking Maus zuckt man zusammen. Also das ist mein Schlafgemach. Ich zeige euch das morgen nochmal im Hellen. Und diese scheiß selbst aufblasbaren oder aufpumpbaren Dinger da, die funktionieren nicht. So, jetzt noch den Rest, Schlafsack rein, alles sichern. Und dann geht's ab in die Koje, noch ein bisschen Essen machen. Dann sehen wir uns gleich im Kochtopf wieder. Boah, so Leute, es ist jetzt irgendwie 8 Uhr. Ich habe das mit den Raviolis wirklich sein gelassen. Es gab jetzt schöne Salami am Stück. Hoffentlich kommen jetzt keine Bären und schnappen die Salami weg. Es stürmt, wenn man das hört, ich weiß es nicht. Und fängt jetzt auch an zu regnen draußen. Ich bin einfach nur froh, wieder morgen auf der Vespa zu sein. Und die letzten 300 Kilometer sind es noch. 305 oder so hat das Navi angezeigt zu fahren. Die Kasseler Berge stehen morgen auf dem Programm. Erstmal Richtung Kassel zu fahren. Würzburg haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und dann hoffe ich, dass es morgen nicht schüttet wie sonst was. Und ein paar coole Aufnahmen zu machen. Also ich verabschiede mich jetzt erstmal in die Nacht. Gute Nacht. Stürmische Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Da köchelt es. Mein warmes, herzhaftes Hühnereintopf-Frühstück. Eigentlich voll nicht mein Ding. Ich bin eigentlich eher, dass ich Nutella und Marmelade brauche, aber egal, ich muss mich aufwärmen. Ich habe echt verhältnismäßig gut geschlafen, bin zweimal wach gewesen, einmal um 2:30, einmal um 5:30, jetzt ist 6:30 irgendwie und es wird gegessen und dann wird
geht die Sonne irgendwann fix auf und die Sachen werden gepackt. Ja, ich packe jetzt zusammen. Ihr seht, es ist heller geworden. Sonne geht auf. Wahrscheinlich kommen gleich die ersten hier mit dem Hund vorbei. So sieht das Ganze aus. Guck mal. Da ist das gute Gespann, mein Zelt, mein Schlafgemach von letzter Nacht. Hier. Luftmatratze ist schon raus. Schlafsack ist schon raus. Meine Motorradkombi liegt da. Ja, das war der Wald. Das sieht alles harmloser aus, als es ist. Da hinten ist ein großer Wald, der irgendwie noch ein paar Kilometer weiter geht. Und ich hänge hier am Rand des Waldes. Ja, der hat mir ein bisschen Angst gemacht, die Nacht. Aber ich habe extra die Vespa da geparkt, falls der umkippt oder irgendein Ast runterknallt, dass der dann hier auf die Vespa zuerst fällt. Sorry, Ingo. Und ja, jetzt geht's gleich wieder. Aufpassen, dass ich nicht noch eine Tretmine hier latsche. Geht's gleich wieder da zurück. Da hinten den Feldweg lang und dann da die Straße. Richtung grobes Ziel Göttingen. Aber wir suchen uns erstmal irgendwie einen Bäcker. Klar, Nudelsuppe ist gegessen, aber irgendwie einen Bäcker, wo wir uns mal hinsetzen können. Und ich wollte die Videos, die ich bisher aufgenommen habe, mal gucken, ob das funktioniert, ob die GoPros funktionieren, ob der Ton zu hören ist. Da ein bisschen was geändert und ja, dann kurz mal aufwärmen, Brötchen snacken und dann weiterfahren. Gerade, glaube ich, eine Stunde Pause gemacht da beim Bäcker. Schon zwei Kaffee getrunken. Vespa fährt, alles tipptopp, auch über Nacht alles gut gewesen. Mal gucken, was jetzt die GoPros machen. Die waren ein bisschen rumgeschwächelt bei den Temperaturen. Ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich irgendwann durch die Kasseler Berge fahre, ein paar coole Aufnahmen machen kann. Und geile Position finde. Die haben mir schon so gefallen. Ich glaube, der Ton war ein bisschen scheiße am Anfang, wenn ich das mit eingeblendet habe. Habe ich eben gerade am Laptop mal gesehen. Ich habe jetzt das Mikrofon auf Auto gestellt, um den Pegel so ein bisschen zu kompensieren. Mal gucken, vielleicht klappt das besser. Ja, alles keine perfekten Bedingungen. Ich schwinge mich jetzt hier drauf und dann die letzten 250 Kilometer mit 60 km/h Reisegeschwindigkeit, fettem Seitenwind aus Westen kommend und Bergen vor mir. Weiter geht's. So, ich habe gedacht, es fängt an zu schneien. Ich schalte mal wieder die Kamera an. Mal gucken, wie das jetzt mit dem Ton ist. Es ist echt wunderschön, hier lang zu fahren. Wir sind jetzt irgendwie in Sontheim Vorderrhön oder wie es heißt. Und wie gesagt, hier liegt überall noch so ein bisschen Schnee, wie ihr seht. Und die Orte sind einfach traumhaft. Klar, im Sommer, Frühling wahrscheinlich alles noch viel cooler. Aber es ist echt mega geil. Es geht hier die Berge schon so ein bisschen rauf und runter. Zweite und dritte Gang ist jetzt meiner. Ich habe hier übrigens so eine coole Powerbank installiert bekommen vom Ingo. Das klappt auch richtig, richtig gut. Hier scheint ordentlich Schnee gelegen zu haben. Und in den höheren Lagen, ihr seht es da oben, ist auch Schnee und Sonne. Diese kleinen Orte, ey. So, und ihr seht, dritte Gang, 60. Ah, jetzt kommt ein Ort wieder, jetzt muss ich ein bisschen runterbremsen. Aber du kannst die bis 60 hoch beschleunigen im dritten Gang. Wenn du dann aber in den vierten schaltest, zeigt sich richtig gut das Problem des zu langen vierten Gangs, der einfach beim Gespann noch bescheidener ist als jetzt mit einer normalen PX200E ohne Beiwagen. In die Kurve lehnen. Wow.
Und ja, genau, das muss auf jeden Fall geändert werden. Auch mit mehr Leistung, glaube ich, ist das einfach blöd, so zu fahren. Und ja, guckt euch das an. So, jetzt dritte Gang, voll durchgeladen. Ja, wir haben jetzt natürlich Gegenwind, wie Hulle, volle Pulle. Ich weiß nicht, ob man die Motordrehzahl hört. Wenn ich jetzt den vierten schalte, Achtung, kann ich machen, was ich will. Die fährt untertourig, verliert an Geschwindigkeit und das ist echt doof. Deswegen dritte Gang und eher ja, wie so eine PK50 Automatik das Gas halten und mit 60 nach Hause fahren. Also ein bisschen was liegt noch vor uns, aber der Tag ist noch lang. Ich hoffe, es schneit jetzt nicht noch doller und ich komme hier irgendwie in Schneechaos. Das wäre ja bei meinem Glück wahrscheinlich auch noch mit drin. So, jetzt kann man mal bergab in vierten schalten, aber selbst da, ne. Das geht wirklich nur bei Rückenwind und bisschen gerader bis abfallender Strecke. Ansonsten ist das nichts. Es macht richtig Bock. Auch das Kurvenfahren ist mittlerweile echt cool, sich hier so in die Kurven zu legen, entgegengesetzt. Nicht so, wenn ich mich jetzt hier nach links lehne, das mache ich nicht, nein. Achso, doch, mache ich. Ja, egal. Aber wenn speziell in der Rechtskurve, seht ihr jetzt vielleicht gleich, da lehne ich mich halt dahin, ne? Muss gucken, dass ich mit meinem Beiwagen nicht irgendwie über einen Bordstein bretter oder eine Leitplanke hoch. Das habe ich übrigens geträumt, ne? Ey, hier so eine Leitplanke wieder vorne, nur auf der rechten Seite. Da bin ich mit dem Beiwagen hochgedonnert. Zu weit rechts gefahren und drüber gedonnert. Das war was. Komischerweise sind meine Füße mehr kalt als meine Hände. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich heute Morgen wahrscheinlich so ein bisschen ins Nasse getapst bin mit meinen Socken. Und ich wollte die Wollsocken wieder anziehen. Aber wenn die nur leicht feucht sind, dann bleiben die irgendwie feucht in den Schuhen. Vielleicht weil die Schuhe wasserdicht sind. Ich habe jetzt auch meine Wanderschuhe an und nicht meine Motorradstiefel, weil die vom Regen nass waren. Da war wie gesagt Hundescheiße dran. Ich vermute aber, dass es doch nur Lehmboden war. Aber ich wollte die dann nicht mit ins Zelt nehmen, weil ich dachte, das ist Kacke. Deswegen sind die so ein bisschen voll geregnet in der Nacht. Es hat nämlich richtig geregnet. Und ja, das war heute alles ein bisschen feucht heute Morgen. Na, guckt euch das an, ey. Es regnet, es liegt hier Schnee. Es liegt einfach Schnee. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir nur haben. 2-3 Grad vielleicht. Und hier liegt noch Schnee. Oh, meine Ohren knacken. Ja, wir kommen jetzt hier in andere Höhlen. So, eigentlich wollte ich erst zu Hause wieder filmen oder irgendwo bei Göttingen. Die Straße hat es aber so in sich. Kopfsteinpflaster, berghoch und nass. Ich bin voll außer Atem. Die Akkus neigen sich dem Ende zu. Ich vermute, dass das jetzt erstmal das letzte Stück Filmreihe gewesen ist während der Fahrt. Ihr seht, ich habe jetzt noch 186 Kilometer zu fahren. Ich filme jetzt nochmal und dann sehen wir uns, würde ich sagen, ja, zu Hause wieder. Wenn noch die Vespa die letzten, was sind das, 2/5, die letzten 40% durchhält, dann ja, ist alles gut gegangen. Fahren wir mal los. Komm hier gar nicht vom Fleck, ey. Ich hoffe, die GoPro fällt nicht ab. Das ist echt eine Straße hier, ey. Geile Sache. Ich muss immer an die 16 mm Achse denken, ey. Die da vorne arbeitet. Und jetzt im Drift. Oh. Alter, das Hinterrad dreht durch. Oh. In der Rechtskurve kannst du wirklich voll geil in den Drift gehen. Du musst natürlich aufpassen, dass dein Seitenwagen nicht abhebt. Aber irgendwie geht das in der Rechtskurve besser als in der Linkskurve, habe ich das Gefühl. Links hast du zwar, kannst du zwar, oh doch. Ja, nee, der schiebt über die Vorderachse, der untersteuert. Und rechts, klar, wenn der Beiwagen abhebt, hast du, ja, nicht mehr so viele Achsen auf dem Boden und kannst hinten rumkommen. Guck, ich lasse es lieber. Thank you.
Alter Schwede, ey. Was ist das denn? Oh, normale Straße. Da will man sein Outro drehen und da hinten geht die Mucke ab. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. 2 Wochen sind vergangen, die Vespa steht hier, ich stehe hier, das ist die Hauptsache. Ich bin heile angekommen, die Vespa hat durchgehalten und ich habe ein paar richtig coole Aktionen unterwegs erlebt. Ich erinnere mich gerne zurück, wie ich mit der Vespa über Kopfsteinpflaster gedriftet bin oder den Feldweg darunter gedonnert bin oder im Zelt abends um 8:30 irgendwas grunzend, schluchzend an meinem Zelt vorbeigegangen ist und ich glaube, Robert und Jan geschrieben habe, ey, irgendwas schleicht hier in meinem Zelt rum. Ich muss euch mal kurz anrufen. Da ging einem schon so ein bisschen der Stift. Das war aber eine geile Erfahrung auf jeden Fall. Ich erinnere mich gerne zurück. Und jetzt heißt es, die Vespa erstmal sauber machen. Da werden noch bestimmt ein paar Videos im Laufe des Jahres zu kommen. Aber jetzt heißt es erstmal Conversion fertig machen. Und dann wird das noch ein hammergeiles Projekt. Der Ingo und ich haben ordentlich Pläne geschmiedet. Und ihr dürft gespannt sein, wie es mit dem Gespann... Hört sich auch geil. Ihr dürft gespannt sein, wie es mit dem Gespann noch weitergeht. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen, hoffentlich Sonntag kommt das Video raus. Einen schönen Sonntag noch. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.